So, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 4. Weil ich dachte, ich habe heute eigentlich die Hauptkampagne beendet, aber irgendwie bin ich ja noch so ein bisschen neugierig, was mit den DLCs so auf sich hat. Und gerne schaue ich mir mal Separate Ways an. Und wir starten ein Spiel. Wunderbar. The only reason I've taken on this mission is to get closer to my own objective. No matter what happens, I can't let anyone figure that out. Of course, hiding in the shadows isn't my style. I'll have to reveal myself to him and offer advice once in a while. Umbrella hat alles im Blick. Ah, qué madre. Managed to arrive at the village on time. Yes, but nobody remembered to roll out my red carpet. The villagers there are all being controlled. They automatically attack any intruders. Ring the church bell. That should quiet them down for a while. Sounds like they're good, obedient boys and girls. Unfortunately, time is not a luxury we have. Gather as much information as you can about the parasites and finish off this little tour. Ja, Kirchenglocke läuten, unser erstes Ziel. Alles klar. Auftragsdaten, Befehle. Okay, das ist unser einziger Befehl, Kapitel 1, Kirchenglocke läuten oder so. Ja. Dann starten wir das mal. Wir sind hier im Dorf. Müssen wir im Dorf selber auch irgendwas machen? Oder, sieht nicht so aus. Ich meine, vielleicht könnte man machen, um noch irgendwie Sachen einzusammeln und dann hier hinzugehen. Was sagt denn eigentlich so? Was ist denn hier unsere Ausrüstung? Wir haben eine Schrotflinte. 30 Schuss, 15 Schuss. Okay. Naja, auf jeden Fall müssen wir hier die Kirchglocke läuten. Okay. Zack, okay. Die Mechanik funktioniert noch genauso. Wow! Alles klar. Okay. Ja, Pistolenmunition, bitte. Da sind noch zwei von denen. Und da oben blinkt das, habe ich gesehen. Puku oder was stand da? Naja, auf jeden Fall hat Ada ziemlich drauf. Und kommt das so fort? Oder ist sie ein bisschen mobiler und agiler? Bin ich sicher. Sie scheint sich ein bisschen flüssiger bewegen zu können. So, und dann können wir auch irgendwie diesen tollen Haken benutzen. Jedenfalls struggelt hier unser Leon auch noch so ein bisschen vor sich hin. Wo sind wir da? Ach, Moment, hier sind wir.
Hier lag in unserem Spiel, glaube ich, Munition. Und wo auch immer Leon ist, da oben, da liegt was. Ich würde mal gerne probieren, ob wir generell Gefahr laufen, dass wir einander begegnen. Es geht so schnell. Ich würde mal gerne lesen, wie der Ficker heißt. So. Und was passiert, wenn wir... Okay, das war auch vorher da. Ist natürlich auch interessant zu wissen, hat Leon dadurch Nachteile, dass wir hier seine Sachen klauen. Das könnte natürlich auch sein. So, weil... Okay. So, diese ganzen Sachen sind hier. Oder ist das jetzt alles zeitkritisch und... Vielleicht ist es auch alles zeitkritisch. Vielleicht sollten wir uns beeilen, zu unserem Ziel zu gelangen. Das da wäre... Wir müssen durch diese Kirchentür. Ach, gib mal Ruhe. Irgendein Kyaku war das. Hinterlässt du irgendwas? Ja, dieses Kraut. Ein Huhn läutet. Da oben auf dem Dach ist irgendwas. Wie kämen wir da hin? Wie kommen wir denn da oben auf das Dach? Enterhaken. Okay. Ach, den Insignienschlüssel. Ach so, wir wären da so oder so nicht reingekommen. Na, gut zu wissen. Herunter. Hier kämen wir runter. Und lass uns doch auch nochmal ein bisschen... Ja, die interessieren uns eigentlich nicht. Ich würde gerne noch den Kram hier mitnehmen. Und muss Leon noch ein bisschen aushalten. Okay, pass auf. Ich glaube, das alles hier ist ein bisschen Munitionsverschwendung. Die spawnen wahrscheinlich unendlich. Wie es scheint. Da oben im Kirchturm wäre auch noch was. Da oben glitzert noch was. Und was ist, wenn wir hier reingehen? Dann gibt es hier noch eine Granate. Ein bisschen Geld. X drin und... Die Maske mit Kerben. Die gab's hier aber also mit Lieren waren nicht. Ich glaube, die sind hier mit drin. Ach du meine Güte. Okay. Gar nicht so einfach. The only reason I've taken on this. Kennen wir. Okay, den ganzen Shit also nochmal. Moment. So, das heißt, ich muss ja gar nicht warten. Lass uns direkt mal den Insignien-Schlüssel holen. Weil, wenn die hier unendlich spawnen, ist das doch eh alles für den Arsch hier. Was ich hier mache. Kann ich genauso gut hier Munition sparen. Beziehungsweise so ein paar gibt es ja hier, die man mal mitnehmen können und sollte. Hier zum Beispiel. Und was war das? Da gab's. Ich
Und hinterlässt er was? Ja. Nein, Mann. Aber ich meine, für so ein bisschen Munition macht man das natürlich gerne. Falls sie was hinterlassen, aber die meisten hinterlassen ja nur Geld. Hat sie überlebt. Und er hier? Okay, hinterlassen jetzt gerade nichts. Beziehungsweise ein bisschen grünes Kraut. Dann könnten wir direkt... Hätten wir das schon mal. Das ist ja auch ganz geil. Aber nichtsdestotrotz würde ich ganz gerne jetzt mal hier in das Haus nochmal rein. Um ein paar... Ja, das können wir auch. Um ein paar wichtige Utensilien mitzunehmen. Und ein Hühnerei, das haben wir gerade eben übersehen. Wir können auch die Waffe wechseln. Nur für den Fall hier, dass die jetzt hier wieder in Scharen vor der Tür stehen. Haben wir alles? Die stehen in Scharen vor der Tür. Und dann schneiden wir sie auch mal in Scharen. Okay. Reißt nicht ab, ne? So, das noch mehr. Ja, das Huhn gockelt vor sich hin und wir. Das ist ein Verb, ne? Das war nicht kein Verb. Wow! Oh, nicht nachladen, Mann! So, dann ist jetzt die große Frage, wollen wir noch mehr haben? Was ist denn da drin? Da leuchten auch noch Sachen. Schaffen wir das noch, da reinzukommen? Kann das direkt mal nehmen, dann... um uns einen kleinen Vorteil zu verschaffen. Was ist hiermit? Ja, klar. Oh. Also, wo wollte ich rein? Ich wollte mal kurz hier rein, aber es geht wahrscheinlich nicht. So, jetzt sind wir im selben Haus wie Leon. Der hat seine Pistolenmunition nicht mitgenommen hat, warum auch immer. Boah, ist der. Pistolenmunition auf jeden Fall. Oh oh. Wir hören hier... Oh, ey. Wo? Wo kommst du her, Junge? Aus dem Fenster. Okay, alles klar. So, was passiert, wenn wir hier hingehen? Wir können die Pistolenmunition nehmen. Wir können hier das Geld nehmen. Wir können das hier nehmen.
Und ich will hier raus. Denn... Okay. Ich wollte eigentlich hier lang. So, dann mehr weiß ich nicht, was wir machen können. Ich glaube, es gibt noch dieses eine Mini-Haus. Ach nee, hier gibt es ja noch diese ganzen kleinen Hütten. Und was wir mittlerweile echt brauchen können, ist Energie. Das, Pistolenmunition sowieso. Schöner kritischer Schuss. Eier gehen immer klar. Aber sieht aus, als wäre das nicht so. Als wäre das nicht so komplett zeitkritisch. Nice. Ja, einmal mit Vollgas hier durch. Und, hä? Hab ich das? Achso. Komm, da war auch was Schönes drin. Rotes Kraut, auf jeden Fall. So. Ich frag mich halt, gab es hier nicht noch so ein Minischuppen? Granate, auf jeden Fall. So. Wow. Enterhaken brauchen wir nicht. Haben wir schon alles benutzt. So, dann... Es ist ein bisschen chaotisch, wie ich rumlaufe. Ich glaube, da hinten war aber noch... Hat noch irgendwas geblinkt. Genau. Spinell. So, hier links in der Hütte waren wir drin, oder? Ich glaube schon. Ja, auch. Ja, auch. Ja! Jetzt hat der mich erschreckt. So, machen wir hier einen schönen Slalom durch. Uiuiui. Ja, ja, und gehen wir hier rein. Moin, Händler. Wow. Wow. Klar. Gib mir dein scheiß Hühnerei, du. Kackvieh. Braunes Hühnerei, hervorragend. So. Haben wir denn genug eingesammelt an Sachen, die wir hier kaufen können? Of good things on sale, stranger. Verkaufe mir Schätze und kaufe Waffen. What are you buying? Schatzkarte. 10.000. Hackenkoffer M. Ja, der ist natürlich nicht schlecht. Aber hier, nee, das ist mir noch zu teuer. Come back anytime. Das ist mir alles noch viel zu teuer. Das könnten wir machen. Du versuchst Daten aus einem anderen System zu überschreiben. Daten überschreiben? Ja. Ja. Das Szenario habe ich ja eben erst beendet. Vor, weiß ich nicht. 5 Stunden oder sowas. Stopp. Hier hing doch was. So. Sag nicht, dass die alle hinter mir her sind. Edelstein, sehr schön. Champion Ammunition. Wann war das nur die 2? Damit kann ich leben. So, haben wir aber nichts hinterlassen.
So, was sagt der Munitionsvorrat eigentlich? Okay, wir haben ein bisschen aufgestockt. Das ist schon ganz okay an und für sich. Müssen wir mal wieder anfangen hier. Jetzt ein klein bisschen aufzuräumen. So, Munition kann gerne hier hin. Ja, Heilgedöns halt hier. Okay, apropos. Den können wir eigentlich mal nehmen und dann geht's weiter. Lecker Hühnerei. Da steht auch Ada drauf. Upsi, falsche Taste. Der Zickenzug ausgebrochen. Ja, willst du wohl? Ganz schön, ich hab hinter mir was gehört. Die Sau hat sich ja versteckt. Ist doch egal, gehen wir mal hier durch. Bin nicht sicher, ob das so wichtig ist, dass wir die Sachen hinter uns noch erledigen. Oh Mann. Oh, ich dachte, ich hab's abgewehrt. Wusch, Mann. Ich hätte mir noch mal eine Chance, mich hier umzuschauen. Ich wollte mal gucken dürfen, ob hier in den Wänden noch irgendwas hängt. Ist aber nicht. So, stattdessen gibt es Peseten. Ey, das Kleid sieht doch... Ist das mitgenommen aus oder gehört das zum Muster? Ich kann es nicht so genau identifizieren. Das gibt's doch einfach nicht, ey. Mann! Alter. Ich glaube, ich sollte mal sowas essen. Reicht noch nicht ganz. Boah! Okay. Das schien angemessen zu sein. Pesetas, die kamen wahrscheinlich von der Claire. So, das rote Edelsteine würde ich gerne mitnehmen. Ich glaube, die können wir alle in die Maske einsetzen. Was war das? Was konnte ich nehmen? Ich konnte irgendwas nehmen gerade. Ich kann schon wahrscheinlich gerade nehmen. Komisch. Nester in den Bäumen gibt es ja wahrscheinlich nicht. Und hier ist immer noch diese Stressmusik. Irgendwo müssen noch Gegner sein. Ich hau hier lieber zweimal mit dem Messer, weil wer weiß, ob hier wieder irgendwo so eine Schlange abhängt. Sehr gut. Hier dann ein gelbes Kraut. Naja, also ich würde sagen, ich schaue mich nochmal ganz schnell hier um. Klein bisschen. Hinter dem Grabstein noch irgendwas ist. Und dann können wir die Glocke läuten. Nein, nicht nachladen. Na, lass mal stecken, Junge. So, Pesetas. Alles klar. Also, können die Glocke läuten, aber ganz kurz mal hier hinterschauen, weil das wäre ein gutes Versteck, finde ich. Ich glaube, hier ist nichts. So, hier noch irgendwas. Ein Baum, ein Nest. Nein.
hinter, da ist wahrscheinlich direkt das Rätsel, das dann Leon lösen muss. Können wir es auch lösen? Eins, zwei, drei, vier. Machen wir mal vier. Und dann haben wir eins, zwei, drei haben wir noch. Nee, scheiße. Auch nicht. Eins, zwei, drei. Jetzt aber. So, jetzt noch eins, zwei, drei, vier machen wir nochmal. Eins, zwei, drei, vier nochmal. Ja. Nein. Und den Sieg nehmen. Wobei. Oder haben wir jetzt verloren? Ich glaube, das können wir nicht machen. Wenn die Tür nämlich jetzt zugeht, können wir nicht raus. Ich glaube, das ist das Zeichen dafür, dass wir das wieder reinlegen sollen. Was ja auch Sinn ergibt. Der Leon muss ja noch hier durch. Legen wir die Runde Signi hier rein. Ja, alles klar. Gut. Wir wollten nur mal kurz feststellen, dass wir mindestens genauso klug sind wie Leon. Sind wir da jemals rausgekommen eigentlich? Da müssen wir auch nicht lang. Wie? Du musst in die Kirche rein. Das war jetzt aber nicht abgemacht. Ich dachte, wir erläutern das mit Hilfe mit der Macht unserer. Ach so, nee, wir können wahrscheinlich auch. Oder kommen wir hier mit unserem Enterhaken rein? Wäre doch auch eine Möglichkeit. Ich check's nicht ganz ehrlich gesagt. Ich muss das doch mitnehmen. Jetzt stehe ich tatsächlich ein bisschen auf dem Schlauch, damit habe ich nicht gerechnet. Kann ich irgendwas anderes da reinlegen? Also ohne das komme ich nicht raus. Was ist denn, wenn wir den Weg hier runtergehen? Zu viel Energie verloren, eindeutig. Ich habe auch. Okay.
Irgendwie, man kriegt die auch ganz schwer hier ins Visier. Also quasi gar nicht. Alter! Okay, also. Genau, eine mal mit. Wollen wir nämlich direkt einsetzen. So, geht es schon mal ein bisschen besser, aber ich weiß immer noch nicht, was wir machen müssen, um in die Kirche reinzukommen. Toll, hier ist es nicht. Ich habe auch nicht eine Ahnung, dass wir hier runtergehen müssen. Auch wenn das da irgendwie blinkt, da unten. Das ist doch für später, das ist doch nicht für jetzt. Okay, hier gibt es also weibliche Kettensägen-Tanten. Granate oder das hier? So, das war's. So, sie hat lediglich viel Geld. Ich meine, das ist auch ganz toll. Und das Katzenauge, fantastisch. Aber irgendwie... Irgendwas hält es von der anderen Seite verschlossen. Naja. Dann laufen wir mal zurück und versuchen endlich in diese doofe Kirche reinzukommen. Zum Glück ist die Stressmusik weg, das heißt, irgendwie sind keine Gegner mehr hier. Aber, naja. Diejenigen unter euch, die das Spiel kennen und lieben, die haben wahrscheinlich eh... ich weiß gar nicht. Ihr könnt wahrscheinlich schon längst gar nicht mehr zugucken. Bei dem Müll, den ich hier fabriziere. Also nochmal, ich nehme das raus. Ich halte hier ohne Insignie und komme hier nicht mehr raus. Kann ich die vielleicht mit dem Enterhaken rausziehen? Ich konnte was bitte da gerade reinlegen? Okay, ein grünes Katzenauge, was auch immer. Ja, dann habe ich halt ein grünes Katzenauge da reingelegt, soll mir auch recht sein. Mir war nicht klar, dass man das mit jedem Scheiß machen kann. Mist. Mal hier schön reinhalten. So, wenigstens er ist um. Das Kraut kommt wie gerufen. So, jetzt mal ein bisschen Ruhe hier.